Mahlzeit und damit herzlich willkommen zu einem kleinen, ja, Let's Test. Wir haben hier den O305G vor uns stehen, wie ihr sehen könnt, der mir freundlicherweise von Aerosoft zur Verfügung gestellt wurde, damit ich euch das Add-on zeigen kann. Und wie ihr seht, da stehen 1, 2, 3, 4 Busse. Wir haben 4 verschiedene Versionen, 2 verschiedene Arten und Weisen, die Türen zu bedienen, 2 verschiedene Fronten. Macht also bei 2 Fronten 2 verschiedene Möglichkeiten, die Türen zu bedienen. 4 Fahrzeuge und der eine sackt gerade ab, warum auch immer. Ja, wir wechseln vielleicht mal zu dem, der sich ein bisschen hängen lässt. Der, ja. Das war so nicht geplant, aber was wäre das letzte... Oh, die lassen sich nach und nach alle hängen. Och, Omsi. Was ist los, Omsi? 4 Gelenkbusse zu viel? Ja, wir haben hier die Variante mit der normalen VÖV-Front, normal im Innenraum und normaler Türsteuerung. Das heißt, wir steigen mal ein, schauen uns hier mal ein bisschen um. Oh, cool, die Texturen sind besser vom Dashboard. Das begrüße ich, das finde ich super. Und wir haben hier die Version mit quasi Standardtürsteuerung. Wir schmeißen mal die Elektrik an. Ibis-Gerät haben wir nicht, ne? Wir haben irgendwo. Ach ne, der hat kein Rollbandsteuergerät, der ist ja gekurbelt, genau. Und dann machen wir mal die Türen auf hier. Ah, hat er die Elektrik nicht angemacht? Doch. Aber die Türen gehen nicht auf. Weil er die Elektrik nicht anhat. Weil der Bus kaputt ist. Das könnte ein Grund gewesen sein. Jetzt geht auch die Tür auf. Oh, er hat keinen Druck. Aber, wie man sieht, die ersten beiden Türen sind manuell bedient und wenn ich die Türfreigabe gebe, ja doch, der ist schick, der ist richtig schick geworden. Wenn ich die Türfreigabe gebe, dann geht auch, wenn ich Knopf drücke, hier hinten die Tür auf und automatisch wieder zu. Und weil er keinen Druck hat, dauert das eine Weile. So, das ist Version Nummer 1. Ich hoffe, der lässt sich nicht hängen. Nein, er lässt sich nicht hängen. Dann gehen wir einmal in die F4-Sicht. Kann ich mir hier wieder die Türen zumachen. Genau. Wechseln wir zu diesem Fahrzeug. Von außen genau das gleiche. Nichts anderes. Ich werde zur Sicherheit einmal auf Repair drücken, dann die Elektrik einschalten. Und wir sehen, das ist irgendwie anders. Und zwar ist das hier so, das habe ich mir sagen lassen, so wie in Hamburg. Ich kann die vordere Tür manuell. Ich kann die Haltestellenbremse einlegen. Und wenn ich die Türfreigabe einlege, dann ist die Tür automatisch? Aber warum geht sie nicht auf? Muss ich Türfreigabe und Haltestellenbremse? Ah, ich muss beide, okay. Bin kein Hamburger, ich weiß das leider nicht, aber offensichtlich muss man beide drücken und dann gehen die Türen auf und zu. Können wir auch hier nochmal uns hinten reinsetzen und mal den Motor beim Anlassen uns anhören. Klingt gut. Hier Dachluken gehen ja auch immer. Und keine Panik, wir machen auch noch eine Testfahrt. So, dann gehen wir nochmal in die F4-Sicht.
Ja, die Busse lassen sich leider teilweise ein bisschen hängen. Ich glaube, Viergelenkbusse mag mein Omsi nicht unbedingt. Darum lassen sie sich hängen. So. Nochmal hier hin. Und dann schauen wir uns mal die Variante oder die Varianten mit der Stülpfront an. Die mir vom optischen persönlich besser gefallen, aber das darf jeder sehen, wie er möchte. Wir haben hier bestimmt auch wieder irgendwo den Öffner für außen, genau hier. Da, wo er auch beim O305 Solowagen schon war. Dann steigen wir mal in das Gefährt ein, starten die Elektrik und hier haben wir wieder das Spielchen normale Türsteuerung. Wenn ich die zweite Tür aufmache, gibt er automatisch die Freigabe für die dritte, oder? Nee. Die kann ich aber so einlegen. Okay. Geht die auch wieder zu? Ja. Nach einer Weile. Was passiert, wenn ich hier drauf drücke? Nix. Was ist jetzt? Jetzt habe ich die Türfreigabe raus. Mit welchen Taste läuft die? Ich weiß es doch gar nicht. Was ich jetzt hier mache? Ach so. Ach so. Ja, wenn man hier den Kipptaster drückt und dann hier macht, dann gibt er die Tür frei. Ah, das heißt, man muss den Kippschalter immer umlegen. Ah. Ich verstehe. Auch hier vielleicht nochmal gucken, ob der Motor sich anders anhört. Nicht wirklich. So, last but not least, kommen wir dann zur letzten Variante des Fahrzeugs, was ebenfalls über eine Stülpfront verfügt. Und über die andere Türsteuerung. Das heißt Elektrik. Dann geht die Tür hier wieder zu. Haltestellenbremse, Türfreigabe. Und dann geht die Tür. Und auch diese hier. Aber die geht auch relativ zügig wieder zu. Er hat auch nicht so viel Druckluft im Moment, glaube ich. Sonst, wir können uns ja noch mal ein bisschen hier im Innenraum umschauen. Das wird, denke ich mal, alles das gleiche sein. Hier oben die Lüfterdüsen. Finde ich cool. Die sind sogar modelliert. Nicht schlecht. Lautsprecher, Aufkleber, alles da. Und im Gegensatz zum Solo O305 sind die Texturen hier richtig gut. Ich weiß, beim Solo haben sich immer alle beschwert, ich ja auch, dass die Texturen nicht so gut wären, aber hier sind die ordentlich. Also ich kann hier sogar lesen, was ich bediene. Ja, ich finde das super. Gut, dann sehen wir uns gleich auf einer anderen Karte nochmal wieder zu einer kleinen Probefahrt und ja, wie man das Rollband bedient, das erkläre ich euch jetzt nicht. Das, denke ich, wisst ihr alle. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns gleich wieder auf einer anderen Karte und bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Wir sind in Alheim und Laurenzbach und fahren jetzt gleich mal die Linie 25, weil mir das wurde sich gewünscht, dass ich die Linie mal fahre. Da habe ich mir gedacht, gut, mache ich das jetzt mal im Let's Test, ist nicht allzu lang und sollte reichen, dass wir uns einen groben Überblick über das Fahrzeug machen können. Er hat übrigens Nebelscheinwerfer. Ich steige einfach mal ein, starte mal die Elektrik
Dann schauen wir mal, ob die funktionieren. Premium, die gehen sogar. Cool. Ja, wir fahren die Linie 25 von Derenhofen Markt nach Kranenburg. Dauert alles in allem circa 25 Minuten. Und bevor wir das machen, kurbeln wir erstmal hier ein bisschen, ne? Warte mal, es war hier. Ja, genau. Da brauchen wir ja nichts. Dann brauchen wir hier 0, 1, 2. Da brauchen wir die 5. Kurbel, 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 Kurbel. So, und Rollbänder haben wir wahrscheinlich für die Map nicht. Das heißt, da muss ich ein bisschen schummeln. Wir fahren nach Kranenburg. Ja, ich muss jetzt die Linie erst wieder neu. Da kommt die Schummeln auch schnell hin. 25. Gut, jetzt hat er das so rumgeschildert, aber soll uns nicht stören, solange wie das Zielschild stimmt. Starten den Motor. Hupe geht. Ebenfalls das geht. Wunderbar. Gang rein, Feststellbremse raus. Ich habe das Force-Feedback-Skript nicht geändert, darum rappelt es jetzt ein bisschen mehr. Machen wir mal hier Wetter. EDDK. So, haben wir es da ein bisschen realistischer. Dann machen wir die Heizung an. Weiß nicht, mach ich mal damit. Hier ein bisschen hoch, da ein bisschen hoch, da ein bisschen hoch und den da einmal drehen. So. Warum fährt er nicht? Hat er keinen Druck? Nein, hat er nicht. Gleich ja. Dum-di-dum-di-du. Tudel-di-dum-di-du. Ah, jetzt. Macht er einen richtig kleinen Satz? Wo fährt denn die 25 ab, Freunde? Das hat mir jetzt keiner gesagt. Da steht nur Derenhofen Markt. Nach Kramuk. Ach, hier lang. 25 Einstieg. Okay. Okay, muss man dem Blöden noch auch was sagen. Also mir. So. Boah, der geht aber vorwärts zu. Eieieiei. Holla, die Waldfee. Cool. Der geht aber ordentlich voran. Hammer. Nee, ich trau dir nicht. Ich trau dir nicht. Also wenn er da mal vorwärts geht, ne? Also er braucht immer erst so seine paar Sekunden. So, kommt da rein. Können da rausschauen. Wo fahren wir denn jetzt lang? Einziger Kritikpunkt ist immer noch die Sicht. Ja, wo fahren wir jetzt lang? Ah, hier geradeaus, okay. Ja, doch, der macht schon Spaß. Klingt auch gut. Klingt so, wie er klingen soll, wie ich ihn in Erinnerung habe. Scheppert gut.
Falls ihr ein Add-on sucht, was ihr euch kaufen solltet? Definitiv. Ist definitiv das Geld wert. Außer dieses rappelige Force-Feedback-Skript, was mich gerade wahnsinnig nervt. Aber das kann ich ändern. Einfach ein Force-Feedback-Skript aus OMSI-1-Fahrzeug nehmen. Das funktioniert. Dann ist dieses Gerappel im Leerlauf weg. Falls ihr das noch nicht wusstet. Jetzt wisst ihr's. Das werde ich gleich an der nächsten Haltestelle mal kurz ändern, werde ich mal kurz raustaben. Oh, jetzt kommt's. Es dauert immer irgendwie ein bisschen, bis die Kraftübertragung scheinbar da ist. Nichts, was unrealistisch ist, aber gewöhnungsbedürftig. Na komm. Ansagen haben wir hier keine in dem Bus. Er verfügt ja auch nicht über ein IBIS-Gerät oder ähnliche Einrichtungen. Er ist recht minimalistisch, möchte ich behaupten. Ich nutze mal kurz die Ampelphase. Ich nutze die Ampelphase nicht. Na komm. So. Ich mach mal kurz die Türen auf. Guten Tag. Lass die Leute rein. Eine Fahrkarte bitte. Hallo. Du möchtest eine Fahrkarte. Die bekommst du. Bitte sehr. Und dann werde ich mal kurz OMSI 2, dann Vehicles, dann nehmen wir hier Skript, Force Feedback, das gefällt mir nämlich nicht unbedingt, erwähnte ich ja bereits, Skript hier einfügen, ja, ja. Das Ganze machen wir dann bei ihmchen hier auch gleich noch, damit ich das dann demnächst nicht vergesse. So. Dann fahren wir weiter. Schön hier bergauf. Der hat ordentlich Bums, muss ich sagen. Mehr als ich von ihm erwartet hätte. Weil er ja schon etwas älteres Kaliber ist, ne? Wir fahren geradeaus. Muss ich da auf die andere Spur rüber? Wir dürften auch tatsächlich ein leicht geknicktes Gelenk haben. Wir können ja mal hier im Innenraum gucken. Ja, so geknickt ist er nicht, aber... ein bisschen. Ich finde das schön, dass er hier oben diese Streben auf dem Gelenk auch hat. Diese ja, Stabilisatoren oder was das sind. Ich bin mir da gerade nicht so sicher, was es darstellt. Hallo? Achso, ja. Ist er hier. Nur kurz die Türfreigabe rausnehmen, nicht, dass die hintere Tür aufgeht. Wäre blöd. Nur Ampel, was ist? Thermometer hat er immer noch keins, ne? Nee. Muss ich mal kurz in der roten Schrift gucken. 14 Grad. 14 Grad. Naja. Zusatzheizung lassen wir dann mal lieber noch an. Ja, liebe Leute, ihr müsst ein bisschen laufen.
Der Bus ist lang. Halt, jetzt muss ich die Türfreigabe wieder reinmachen. Ja. So. Ja, was ist mit dir? Lässt du mich fährst du? Ne, du fährst. Aber der schiebt aber auch richtig, ne? Das ist ein Schubgelenkbus und er tut, was sein Name und sagt. Er schiebt. Darum dauert das auch immer ein bisschen. Ach, guck mal, da wurden Fotos gemacht. Habt ihr gesehen? Ja gut, starke Steigungen gefallen ihm jetzt nicht unbedingt, aber auch das geht. Derenhofen Bahnhof sind wir jetzt. Sehr schön. Und ich verspreche euch eins, dieses Fahrzeug zu fahren, macht Spaß. Macht es wirklich. Und die Performance stimmt auch. Also mit einer der performantesten Gelenkbusse, die ich je gefahren bin. Obwohl ein aktiver Spiegel im Blickfeld ist. Ich kann mich nicht beklagen. Definitiv eine geile Karre. Mal sehen, ob jemand raus will. Nee, Haltewunsch hatten wir irgendwie noch gar nicht. Dann fahren wir weiter. Da hat er gerade abgeblasen. Ah, jetzt haben wir einen Haltepunkt. Und ich fahre nur 50 und es kommt mir verdammt schnell vor. Liegt wahrscheinlich an der Sitzposition des Fahrzeugs, also die man hier in dem Fahrzeug hat. Dadurch, dass man relativ hoch ist, wirkt das alles nochmal ein bisschen anders. Und das ist, stelle ich gerade fest, ein sehr intuitives Fahrzeug. Das heißt, bei einigen Bussen, weiß der ein oder andere vielleicht, habe ich so meine Probleme mit dem Einschätzen der Breite. Hier überhaupt nicht. Ich komme um jede Kurve rum, ich kann das Fahrzeug in der Breite einschätzen. Also sehr intuitiv. Guten Tag. Auch längst nicht selbstverständlich. Na komm, ist die Tür hinten noch auf? Die Tür hinten war noch auf. Die Freigabe war noch drin. Upsi. Nee, es ist herrlich, so in einem Bus zu fahren, den man aus seiner Kindheit kennt und... Ah, dafür liebe ich Omsee ja heute immer noch, auch wenn es mich oft ärgert, aber... Allein für die Tatsache. Dass ich hier Busse fahren kann, die ich... damals in meiner Kindheit kannte, die jetzt auch schon... mitunter über 20 Jahre her ist. Ja. Ich würde sagen, ich lasse euch jetzt mal ein paar Meter mit dem Sound alleine.
gut klingt der, oder? Ich finde, der klingt super. Dafür hat er keine Belegung. Schade. Ich dachte, er hätte einen 20-Uhr-Switch. Hat er wohl nicht. In Ordnung. Hupe ist Standard. Aber sonst, das ist... Nee, ich bin hellauf begeistert von dem Fahrzeug. Bin ich wirklich. Macht Spaß. Ist schön zu fahren. Dann gucken wir jetzt gleich mal, das interessiert den einen oder anderen vielleicht auch. Nach der Gelenkphysik. Das würde ich aber sagen, machen wir dann in Kranenburg am Schluss. Oh, die Ampel ist gerade grün. Oh, jetzt fahren wir ein Stück über Land. Hier, wie es aussieht. Können wir ja mal gucken. Können wir mal richtig drauflatschen. Also die ersten 30 km/h kommen recht schnell. Danach lässt er sich etwas hängen, aber es ist ein alter Bus. Dürfen wir nie vergessen. Müssen wir immer dran denken. Das ist eine Ampel. Bremsen kann er aber gut. Also. Stehen tut er. Anhalten geht. Ist klasse. Ach ja. Ich schwärme ein bisschen viel. Es tut mir leid, aber ist halt Fahrzeug aus der Kindheit. Was soll ich denn machen? Ist halt das Auto, auf das ich mit noch gewartet habe. Nach dem O305. Nach dem O305 an sich. Jetzt auch noch die Gelenkvariante zu haben. Ja, die Heizung ist an. Das ist... Ich find's super. Dann auch noch so schön umgesetzt. Das ist wirklich... Da kann jeder mitfahren. Also der ist nicht sonderlich kompliziert zu fahren. Du kommst direkt rein, weißt, was du zu tun hast. Kannst das Fahrzeug direkt gut einschätzen. Das sind immer so Sachen, die sind mir wichtig. Euch vermutlich auch. Und jetzt fahren wir ein Stück Autobahn. Gucken mal, was so geht. 70. Ja, so. Beschleunigt er noch? Nee, Z. Ja, 75. 75, das ist in Ordnung. Wie gesagt, er ist ja nicht das jüngste Baujahr. Schon ein bisschen weit älter. Der muss auch nicht so schnell. Ist halt mehr so für die ruhige, gediegene Fahrt. Vielleicht einem Sonntag. Doch, er macht sich gut. Hier geht's bergab, hier wird er schneller. Dann kriegt man ihn auch schon mal auf 80. Aber ich finde, er braucht gar nicht so schnell. 75 reicht. Ich möchte ihn eigentlich auch ehrlich gesagt gar nicht über die Autobahn treten oder quälen. Ich glaube, das findet er nicht so lustig. Aber bremsen tut er gut. Das ist
Es ist einfach toll. Carsten ist ja auch so O305, O305G ist er ja auch hellauf begeistert von. Und ich kann's verstehen. Ich weiß sogar warum. Carsten kennt die Autos ja auch aus der Kindheit. Hat ja letztens erst gesagt, ich weiß gar nicht, ob er ein Video gemacht hat, wo er es dann auch nochmal sagen wird, aber er hat zumindest in einem Gespräch erwähnt, dass er damit früher zur Schule gefahren ist. Das war bei mir zwar nicht so, ich war immer entweder recht nah an der Schule dran, so dass ich zu Fuß oder mit dem Fahrrad konnte, oder dann später halt mit der Bahn. Hallo, Bus? Ah, jetzt. Aber so, wenn ich damals in die Stadt gefahren bin, das war so Anfang der 90er, da fuhren die Kollegen hier auch noch und es ist schön. Einfach. Ah, Kindheit. Viele von euch werden diese Fahrzeuge wahrscheinlich gar nicht mehr aktiv miterlebt haben. Sind ja so spätestens 2001 relativ alle ausgemustert gewesen. So. Junge Frau, möchten Sie bei mir mit? Offensichtlich. So, alles frei. Das grüne Lämpchen ist angegangen. Willkommen in Norderhofen. Hui. So. Und es geht bergauf. Hui. Norderhofen, ich erinnere mich. Mhm. Mal sehen, ob das mit dem Wagen besser klappt als mit dem. Ich glaube, Solaris war es beim letzten Mal auf der 23, ne? Alles grün, wir können fahren. Ja, hier ist nicht umsonst 30, ich weiß. Die holt aber auch ganz schön aus, so. Wer nicht direkt den neuen alten Bus kaputt fahren. Ja, ich warnte es. Ich will hier raus. Mann, wo haben Sie denn Ihren Führerschein gemacht, junger Mann? Mann. Die KI ist manchmal so strunzdämlich, aber egal. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch richtig sind, aber scheinbar. Sollen wir hier halten? Oder hält die nur die 23 und ich habe mich irgendwann mal verfahren? Ich habe mich irgendwann mal verfahren. Wo habe ich mich verfahren? Verdammt! Ich werde das prüfen müssen. Hier bin ich falsch gefahren. Ah, die 25 wäre gerade ausgefahren. Oh nein. Ich hätte mir den Unfall sparen können. Wie wende ich denn jetzt hier am besten? Auf dem Acker? Auf dem Acker, ne? Ja. Fahren wir über den Acker und wenden einmal. So, einmal hier auf den Acker.
Dum-di-dum-di-du. Hat keiner gesehen. So. So ein Mist, habe ich mich verfahren. Tut mir leid. Wie sind wir denn zeitmäßig im Moment? Verspätet. Ich bin so begeistert von dem Bus, dass ich die ganze Zeit nur langsam fahre. Das wiederum tut mir nicht leid. Es ist halt kein Bus, mit dem man gerne rasen möchte. Es ist halt eher einer ruhig. Man lässt es ruhig angehen mit ihm. So, hier kriegen wir mal wieder Fahrgäste. Hier sind wir wieder richtig. Komm mal rein. Genau. Ja, ich habe mich vom Unfallort entfernt. Ich bin böse. So, was ist nächster Halt? Ich weiß es nicht. Aber auch keine... Kein Knopf fürs Mikro oder so. Zumindest nicht auf der Tastatur. Aber muss er auch nicht haben. So, kommen Sie rein, junger Mann. Können Sie rausgucken. So, nochmal ein bisschen Überland. Ja, genau, so bis 30 geht er recht zügig und dann... kriegt er ein kleines Loch. Naja, aber schön ist er. Es ist echt schön. Mir fällt bis jetzt nichts ein, was ich an diesem Fahrzeug kritisieren könnte. Ist echt top. Die passende Erweiterung zu seinem 12 Meter langen Kollegen, den wir ja schon seit einiger Zeit in Onsee haben. Fehlt nur noch die MAN-Familie zu dem Fahrzeug. Hier ist niemand. Also SL und SG von MAN. Das Gegenstück so gesehen. Und dann haben wir die bekanntesten Vertreter der Standardlinienbusse erster Generation alle beisammen. Das wäre doch mal was Feines. Die Benz-Familie ist ja jetzt nahezu komplett. Wir haben O305, 305G, 405, 405G, 405N, 405GN, 405N2 und GN2. Die Citaro erste Generation haben wir. Der Facelift fehlt noch. Und den C2 haben wir auch. Das heißt, die letzten 40 Jahre Mercedes-Benz Stadtlinienbus-Historie sind komplett. Die von MAN noch sehr lückenhaft. Aber ich gehe davon aus, das wird alles noch kommen. Ich würde mich zumindest sehr darüber freuen. Wenn wir dann aus dem Hause MAN und Mercedes-Benz die letzten 40 Jahre komplett hätten. Finde ich super. Eigentlich sind sogar über 40 Jahre. Der O305 ist ja so ab 70, 71 ist er ja gebaut worden. Also sind schon 45. Tada, da vorne. Kollegen von der 25. Ist schon ein Kurs quasi zurückgerutscht. Jetzt konnte ich es nicht sehen.
Wuppertaler. Und da fährt hier noch eine andere Linie. Mag ja alles sein. So, Nieling hat das Fahrzeug nicht, ne? Mit die 22 fährt hier noch, okay. Nieling hat der Bus nicht, dafür ist er schlicht und ergreifend zu alt. Nieling, eine Erfindung der 90er. Außerdem, warum sollte man den Hochflugbus auch nielen wollen? Dann müssen die Leute ja sowieso. Treppe hoch. Ah, lädt auf so drei Pilz. Schöne Federung, hat er auch. Ist ja eine Sache, die mich im Moment beim Line City extrem stört. Dass der irgendwie kaum federt. Na. Junger Mann in ihrem Smart. Das war aber sehr forsch. So. Kommt da rein, könnt ihr rausgucken. Hopp, 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 hopp. Danke. Ich hoffe, da kommt jetzt niemand. Ich fahre nach Gehör. Hat geklappt. War keiner da. Wenn man hier in so einem alten Bus ist... Oh nein, 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 nein. Ein J, der ja. Fährt, der, das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Genau. Bremsen tut er. Bremse geht super. So, jetzt hier wieder rausfahren. Na bravo. Wie gesagt, es ist ein recht intuitives Fahrzeug, was man eigentlich von Anfang an einschätzen kann. Mit manch anderem hätte ich mich da schwer getan. Ach Mensch. Ja, eigentlich hättet ihr das Video schon ein bisschen früher gekriegt, aber irgendwie... hat sich die E-Mail von Aerosoft mit den Keys in den Spamfilter verirrt, wo ich sie dann erst heute gefunden habe. Beziehungsweise, wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich eher gestern. Und ja, darum hat sich das ein bisschen verzögert, leider. Sonst hätte es das Video schon etwas eher gegeben. Ich finde es fast ein bisschen schade. Gestern mal der AVG Gelenkbusschulung gemacht und hätte ich ihn da schon gehabt? Ich wäre ihn sehr gerne da gefahren. Die 25 biegt rechts herum ab. In Richtung Kranenburg, genau, da wollen wir hin. Huch. Framerate? Haben Sie? Hallo? Was das jetzt gerade war, weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, eigentlich läuft es recht flüssig im Moment. Im Allgemeinen auch. Von den Nachladehaken mal abgesehen, aber eigentlich läuft es recht ordentlich, aber gerade eben ist er so auf 10 Frames gefallen und ich weiß nicht warum. Naja. Es wird Gründe gehabt haben. So, wo sind wir denn hier? Ich kann es noch nicht lesen. Römerberger Straße. Römerberger Straße. Ach, wir sind gleich da. Dann noch am Kerstenbusch und dann sind wir schon in Kranenburg.
so. Weil ich keine Lust habe, die ganze Zeit mit dem Fuß auf der Bremse zu stehen. Machen wir das so. So. Beach. Achso, ich sollte den Taster hier, die Türfreigabe wieder reintasten. Ansonsten bringt das nichts. Bleib stehen dahin. So, nächster Halt am Kerstenbusch. Wuhu. Oh, ein bisschen weit links unterwegs. Ja, nimm mir die Vorfahrt. Ist gut. Wir fahren geradeaus nach Kranenburg da hinten. Genau. Übrigens, in dieser Version immer noch die alte Variante von Kranenburg enthalten, ne? Können uns jetzt mal hier die Rückleuchten anschauen. Die sind auch oftmals sehr interessant für viele Leute. Das ist Licht, Bremslicht, Rückwärtslicht. Nebelschluss hat er nicht. Ach, die Blinker habe ich vergessen zu zeigen. Mensch, sagt mir aber auch keiner. Hier, da haben wir die Blinker. Oben hat er keine. Braucht er auch nicht haben. Oder wie seht ihr das? Muss ich nur mal kurz gucken, ob ich noch in die Lights OSC muss. Hallo? Achso. Nein, muss ich nicht. Lights OSC brauche ich nicht verändern dieses Mal. Hat auch was. So, dann sind wir jetzt gleich da. Warum haben wir denn alle schon Licht an? Bisschen früh dran, so dunkel ist noch nicht, Freunde. Jetzt geht's einmal hier herein. Nicht ein Bordstein erwischt. Was? Ich tatsächlich fast ein bisschen stolz auf mich. So, lassen wir die Leute mal raus. Ja, Fahrplan sagt, ich war fast überall zu spät. Ist aber nicht schlimm. Und dann wollen wir uns noch einmal kurz die Gelenkphysik ansehen. Wie das Gelenk denn so arbeitet. Das heißt, wir schlagen einmal voll ein. Und gucken. Mir das Gelenk verhält sich ordentlich. So wie es soll. Gut, dann setzen wir ihn noch wieder zurück. Hat er Knickschutz? Er hat.
Ja, ist gut. Bei dem Knickwinkel würde ich mich auch beschweren. Entschuldigung. So, dann hier Nothähne haben wir auch, ne? Und ja, dann würde ich sagen, war es das von diesem Let's Test hier. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich konnte euch einen groben Überblick über das Fahrzeug geben. Ja, vielleicht kauft der ein oder andere sicher von euch. Wert ist es definitiv. Und ja, nochmal vielen Dank an Aerosoft fürs Bereitstellen. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr das gesehen habt. Macht's gut und schwingt einen Hut.